Käffchen ist gemacht und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, Leute. Wir machen jetzt erstmal ein Frühstück und das zeige ich euch, was ich mir da mache. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich ist Kaffee einfach ein mega Ritual in der Früh. Ganz kurz noch, ich wollte mich unglaublich bei euch bedanken für 30.000 Abonnenten. Ein 30.000 Abonnenten-Special wird es nicht geben. Ich plane was für Ende dieses Jahres, was dann noch kommen wird, ein krasses Video. Und ich denke mal, da wird es auch bestimmt irgendwie so ein kleines Dankeschön von mir an euch geben. Mal schauen, wie viele Leute wir bis dahin sind. Einfach nur vielen, vielen Dank für die vielen Leute, die jetzt in so kurzer Zeit auf meinen Kanal gekommen sind. Ich werde euch nicht enttäuschen und gebt mir Mühe, guten Content für euch erstellen. Wenn ihr irgendwelche Videovorschläge habt oder euch irgendwas mir wünscht, worauf ich doch mal eingehen sollte in meinen Videos, oder schreibt es einfach in die Kommentare. Ich nehme mir alle Kommentare zu Herzen, lese mir alle Kommentare durch. Ich möchte auch was für euch erstellen, was für euch interessant ist. Ja, jetzt erstmal zum Frühstück. Und zwar mache ich mir zum Frühstück einen Porridge. Ich habe jetzt hier von Sophias Eltern eins genommen, so Hot Hafer, Apfel, Zimt. Ich finde Apfel und Zimt ist eine richtig geile Kombi für den Winter. Eigentlich funktioniert jedes Porridge gleich. Man nimmt einfach dieses Porridge, Haferflocken und haut dann nochmal ein bisschen kochendes Wasser drüber oder heißes Wasser generell. Das Ganze lässt man einfach dann einziehen. Passend dazu ist auch eine neue Geschmacksrichtung von Foodspring rausgekommen, was Whey angeht. Und zwar haben die jetzt hier Zimt Whey rausgebracht. Das habe ich hier schon mal im letzten Vlog schon mal angekündigt. Ich habe es schon probiert, es schmeckt richtig, richtig geil. Persönlich liebe Zimt. Wenn das Ganze ein bisschen aufgefallen ist, tue ich dann noch so einen griechischen Joghurt drüber, der fettarm ist. Der wird dann gleich so ein bisschen der Träger für das Whey. So wird das Ganze noch ein bisschen cremiger. Das Ganze sieht dann so aus. Das macht ihr dann am besten einfach so. Zack. Und da kommen jetzt dann einfach nur noch Äpfel drüber. Fertig. Bam. Jo, so sieht das Ganze jetzt aus. Eigentlich echt kinderleicht. Ist jetzt nicht das appetitlichste vom Aussehen her, aber habt richtig viel Kohlenhydrate und Energie für den ganzen Tag und auch richtig viel Eiweiß. Also ich würde auf jeden Fall Apfel reinmachen, dann habt ihr ein bisschen was Frisches auch drin, sonst ist es wirklich nur so ein richtiger Brei. Schmeckt gut. Schmeckt richtig weihnachtlich, so mit dem Zimt und dem Apfel. Ja genau, am 22. oder am 23. ich weiß es nicht genau, also ich werde, die Challenge geht ja 24 Stunden, das heißt, die wird wahrscheinlich über 2 Tage gehen. Mhm. Ja klar. Mhm. Ja. Ich bin momentan dabei, so die ganzen Fitnessstudios klar zu machen für die nächste Challenge. Das kriegt ihr immer nicht so mit, aber es ist immer so ein mega Aufwand, manche Challenges zu organisieren. Da muss ich erstmal 24 Fitnessstudios finden, wo ich dann überhaupt trainieren kann. Ich glaube, so viele Fitnessstudios gibt es nicht mal in München. Aber ich werde alles geben, um die Challenge auf jeden Fall zu schaffen, damit die auch möglich wird. Das Fit One ist auf jeden Fall schon dabei. Bleib so, wie du bist. So Leute, der Song ist zwar ein bisschen pussyhaft, aber ich kann euch eine Sache sagen, es ist eine gute Message, weil man sollte wirklich immer so bleiben, wie man ist. Also das ist echt eine Sache, die ich gelernt habe. Oder ihr kennt es vielleicht, immer wieder reden Leute auf einen ein und sagen, du bist voll peinlich, dass du das und das machst, irgendwie voll behindert, dass du das machst. Macht das, worauf ihr Bock habt, macht das, wo euer Herz euch hinführt. Also macht das, worauf ihr Bock habt und verstellt euch nicht für andere und bleibt so, wie ihr seid. Vorm Training erstmal Booster und Musik hören und im Auto chillen und so ein bisschen Focus. Bei mir steht jetzt Brust, Trizeps und Bauch an und ich habe sogar das Gym jetzt so ein bisschen für mich alleine. Ich bin im Vitaria, da habe ich schon mal einige Challenges abgedreht. Das ist das Gym von Sophias Tante und da kann ich immer trainieren. Das ist richtig geil auf jeden Fall. Vielen Dank an Regina und alle Leute aus Bad Tölzmann. Ich kann echt das Vitaria nur empfehlen. Ich werde jetzt mal wieder versuchen, so ein kleines Gym-Edit zu machen, wo ich mich selber filme. Also jetzt geht's erstmal auf ins Training. Fertig mit dem Training. Ich wollte euch mal ganz kurz noch einen Tipp geben. Und zwar, damit das Ganze ja nicht so eine Selbstdarstellung von mir wird. Viele meiner Zuschauer sind männlich. Und Leute,
Wir Männer wollen ja eigentlich immer einen dicken Arm haben, ne? Wenn ihr einen dicken Arm haben wollt, kann ich euch echt nur den fetten Tipp geben. Viel zu viele Leute legen dann den Fokus auf den Bizeps, aber legt den Fokus auf den Trizeps. Also zum Beispiel 2 Tage die Woche Trizeps, 1 Tag die Woche Bizeps. Dann passt das Ganze voll. Und da kann ich euch einfach nur 2 Grundübungen empfehlen. Einmal am Kabelzug vom Körper, dann geht ihr ein bisschen nach vorne. Und dann die Handgelenke dabei immer steif halten. So. Und dann noch Trizeps strecken über dem Kopf, was dann so geht. Gerade das Letztere ist für den langen Kopf. Von der sorgt dafür, dass ihr wirklich einen schön breiten Arm habt, Leute. Also haben wir auch noch ein bisschen mehr Wert in dem Video. Ich packe jetzt meine Sachen, jetzt geht's ab nach Hause und wir sehen uns daheim. So, jetzt haben wir hier ein kleines Post-Workout-Meal. Und zwar gibt es hier Gnocchi mit Herbstgemüse, so ein bisschen Weißkraut und gelbe Rüben. Und dazu Nahrungsergänzungsmittel, Leute, kein Ersatz, weil die Mahlzeit jetzt nicht so viel Eiweiß hat. Ein Proteinshake und dann passt das Ganze super. So, aufgegessen, jetzt gibt es einen kleinen Outfit-Wechsel. Ich habe mir jetzt hier mal so richtige Oldschool-Klamotten angezogen von Sophias Vater. Ich kann nur eine Sache sagen, Leute, früh aufstehen ist echt herrlich. Man kann so viel Zeug erledigen in einem Tag. Bei uns steht jetzt Reifenwechsel an. Ich habe das noch nie gemacht, werde das jetzt zum ersten Mal machen. Und Sophias Vater zeigt mir mal, wie das geht. Denn bei unserem Auto, ja, müssen Winterreifen drauf. Fahrt nie mit Sommerreifen im Winter. Das ist mir einmal passiert. Und da fängt das Auto an, sowas von zu rutschen. Deswegen machen wir das jetzt sofort. Und da spart man sich ein bisschen Kohle. Danach mache ich dann auch mit Sophia, meinem Schatz, noch zusammen Instagram-Bilder. Da sehen wir uns gleich wieder. So, die ganze Geschichte ist jetzt, wird jetzt erstmal pausiert, weil wir so einen alten Wagenheber haben. Und mit dem haben wir gerade einen Teil von dem Auto von Sophias Mutter geschrottet. Und zwar rutscht er nämlich hier unten ab. Da passt er nicht ganz drauf. Und wir gehen jetzt erstmal einen neuen Wagenheber besorgen. So, und der Kollege soll jetzt die Lösung bringen. Sophia kann ich leider keine Bilder machen, weil Sophia sich mit einer Freundin trifft, aber Stefan, darf ich dich eigentlich auch filmen? Wie? Darf ich dich auch filmen? Darfst du filmen, ja. Sophias Vater, der macht auch Instagram, also ist eigentlich mal der coolste Vater, den man sich da vorstellen kann, als Mädel. Und jetzt mache ich mit Sophias Vater Stefan noch ein paar Bilder. Stefan kennt ihr auch aus der Challenge, der hat uns den Smoothie gebracht, der so super war. Und wir haben auch hier einen richtig coolen Spot gefunden. Das ist immer ein bisschen das Blöde im Winter mit dem Sonnenlicht. Ich weiß, dass ein paar von euch auch aus Tölz kommen. Haben wir hier einen richtig schönen Ausblick und ich kann euch nur Tipps geben. Wenn ihr Bilder machen wollt, macht ihr am besten immer so vom Sonnenuntergang. Dann habt ihr so ein indirektes Licht und nie, wenn die Sonne von oben kommt, also mittags oder sowas, dann habt ihr immer Schatten im Gesicht. Deswegen immer entweder in der Früh oder am Nachmittag, Abend. So, dann machen wir jetzt ein paar Bilder. Die zeige ich euch jetzt. Alles klar, Bilder haben wir gemacht, jetzt geht's wieder ab nach Hause. Übrigens, wenn ihr euch fragt, wo die Sophia trifft sich gerade mit einer Freundin hier in Tölz. Und dass ihr euch wundert, weil die das ganze Video noch nicht da ist. Also wir sehen uns daheim. So, schauen wir nochmal, was die Sophia gerade so macht. Genau. Also meine Freundin ist hier gerade gekommen, die liebe Lisa. Und wir machen uns jetzt hier einen schönen Abend in einem Café in meinem Heimat. Dorf, Stadt und ja, ich melde mich später bei euch. Alles klar. Auf Instagram schreiben mich immer einige von euch an, wie ich meine Bilder bearbeite. Ich mache das Ganze mal mit Lightroom, also es ist echt eine richtig geile App, beziehungsweise ein richtig geiles Programm und das kann ich euch nur empfehlen, also ich kriege da auch gar keine Kohle dafür. Ich habe mir da einmal so Einstellungen erstellt, wie ich meine Bilder immer bearbeite und dann habe ich jetzt zum Beispiel das Bild, das wir vorhin gemacht haben, zack, und so sieht das Ganze dann aus. Für alle die ihre Bilder mal professionell bearbeiten möchten, kann ich echt nur empfehlen, Lightroom. Damit bringt ihr euer Instagram-Game auf ein nächstes Level. Und von Lightroom zum Abendessen gibt es jetzt hier so eine Kürbissuppe. Geht eigentlich immer im Herbst klar. Dazu ein bisschen Vollkornbrot und gleich gibt es noch einen Nachtisch.
Vom Salat schrumpft der Bizeps, Leute. Aber Salat ist trotzdem geil. So, und jetzt zum Nachtisch gibt es dann noch ein bisschen Milchreis mit dem Zimtway. Also heute ist echt jede Mahlzeit bei mir mit dem Zimtway. Dazu kommt jetzt noch ein bisschen Apfelmus. Und dann lässt sich das Ganze auch bestimmt super vermengen. Und das Ganze ist dann richtig, richtig winterlich. Schmeckt super. Mega gute Nährwerte, auch super für den Aufbau. Wenn ihr wollt, habt ihr Kohlenhydrate und Eiweiß pur. Hast du was? Ich habe übrigens die Blende, gell? Den Kaffee, die Kappe von deiner Kamera. Okay. Jetzt ist Sophia auch im Video. Ich habe mich mit der Lisa getroffen, wir waren Kaffee trinken. Und was ist, wenn ich dir sag, dass die das schon wissen und auch schon gesehen haben? Hä? Ja. Nee, haben doch. Die nicht. Doch. Hä, wie denn? Ah! Story. Richtig. Also Sophia und ich, wir werden jetzt noch ein bisschen einkaufen gehen. Wir kaufen nämlich Zeug ein für eine Challenge, die wir als nächstes machen. Also wir machen keine richtige Challenge, sondern das wird so eine Fake versus Original Challenge. Haben wir schon mal gedreht auf meinem Kanal und da habe ich gesagt, wenn es 500 Daumen nach oben gibt, machen wir einen zweiten Teil. Das Ganze haben wir bis jetzt noch nicht gemacht und das Video war von einem Dreivierteljahr, also wird eigentlich höchste Zeit, dass wir es endlich mal machen. Und das machen wir so als kleines 30.000 Abonnenten Special. Da gibt es dann Teil 1 bei mir und Teil 2 bei Sophia. Und wir gehen dann abend noch spontan wahrscheinlich auf eine Party. Heute habe ich echt schon verdammt viel Zeug unternommen. Wir switchen natürlich wieder auf die GoPro. Oh Leute, ich würde euch ja gerne zeigen, was ich jetzt hier alles auswähle. Aber dann würde ich die ganze Challenge ja schon kaputt machen, was ich dafür nehme. Vielleicht so ein bisschen Oreos, vielleicht so ein bisschen Milka. Mal schauen. Ihr werdet jetzt dann auf jeden Fall in der Challenge sehen. Wir kaufen uns jetzt ein. Bis gleich. So, wir sind daheim, wir haben eingekauft. Ihr könnt euch auf eine geile Challenge freuen. Das ist richtig cool. Und schaut mal, was ich gefunden habe. Ich hatte die schon mal in dem Vlog, die Dinger. Für alle Leute, vielleicht kennt der ein oder andere von euch ja Reese's. Übrigens mit dem Peanut Butter Video wird wahrscheinlich nichts, weil die Firma, mit der ich gerne die Kooperation gemacht hätte, die wollen das wahrscheinlich nicht. Hier haben wir so ein Reese's Fake. Treats heißen die. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Erdnussbutter liebe. Schaut mal, was für dicke Dinger das sind. Boah, geil. Erdnussbutter gefüllt. Ich habe heute den ganzen Tag auch relativ sauber gegessen. Da kann man sich am Abend schon mal sowas gönnen. Sophia und ich, wir gehen jetzt noch feiern. Warte, holen wir mal Sophia ins Bild. Ich esse jetzt noch so ein paar von den Treats hier. Und Sophia und ich gehen dann feiern auf eine Party. Wir sind bei einem Freund von Sophia eingeladen. Recht spontan gehen wir dazu. Das ist eigentlich nicht geplant, aber ja. Wir sind ja spontane Menschen. Ich lasse die Kamera natürlich hier, weil das kommt wahrscheinlich wieder größte Vollspaß mal wieder, ja, wenn man mit. Das ist nicht so cool. Ja, ich soll nicht peinlich wirken vor Sophias Freunden, wenn ich mit so einer Kamera rumrenne. Ich glaube, du wirst auch eher ein bisschen Spaß haben und nicht nur die ganze Zeit, oder? Du musst ja Auto fahren, oder? Nee, du fährst heute, oder? Ich? Mhm. Ich? Du fährst heute. Nein, du fährst. Mhm. Doch. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Es war halt mal so ein Vlog, wo ich eigentlich gedacht habe, es wird ein richtig entspannter Tag, wo nicht viel geplant ist. Und dann ist doch mehr und mehr dazugekommen, aber es war auf jeden Fall. Schön, hab mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst ein Like und ein Abo da. Möchtest du noch irgendwas sagen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Digga. Last try. Das sind doch mal Leute, oder? Mit solchen Leuten kann man sich fitnessmäßig ein Beispiel nehmen. Do it!